Wir nannten ihn den Reisenden. Und seine Ankunft veränderte alles. Wir erbauten eindrucksvolle Städte auf dem Mars und der Venus. Merkur wurde zu einem großen Garten. Die Lebenszeit der Menschen verdreifachte sich. Es war eine Zeit der Wunder. Wir blickten in die Galaxis und wussten, es war uns beschieden, im Licht anderer Sterne zu wandeln. Doch der Reisende hatte einen Feind. Eine Dunkelheit, die ihn über ganze Äonen durch die schwarzen Weiten des Alls verfolgt hatte. Jahrhunderte nach dem Beginn unseres goldenen Zeitalters fand uns diese Dunkelheit. Und das war das Ende von allem. Doch es war auch ein Anfang. Ist das möglich? Da bist du ja. Hüter! Hüter! Augen auf, Hüter! Wer sagt's denn? Du lebst. Du ahnst nicht, wie lange ich nach dir gesucht habe. Ich bin ein Geist. Von nun an bin ich dein Geist und du? Naja, du warst lange tot, also wirst du vieles sehen, was du nicht verstehen wirst. Wir sind hier nicht sicher. Die werden uns in Stücke reißen. Ich muss dich in die Stadt bringen. Halt still. Keine Sorge, ich bin bei dir. Wir müssen weiter, schnell. Liegt hier schon länger. Hat ewig keinen Planetarsprung gemacht. Zum Glück haben es die Gefallenen nicht ganz ausgeweidet. Fliegt es noch? Das kriege ich hin. Also gut, für den Orbit reicht es nicht, aber zur Stadt kommen wir damit. Und jetzt der Teleporter. Ich hol dich rein. Um die kannst du dich später kümmern. Jetzt geht's nach Hause.
Willkommen in der letzten sicheren Stadt auf Erden. Dem letzten Ort, den der Reisende noch schützen kann. Es hat Jahrhunderte gedauert, sie zu bauen. Und jetzt zählen wir jeden Tag, den sie noch steht. Und in diesem Turm leben die Hüter. Es gab eine Zeit, in der wir weitaus mächtiger waren. Doch das ist lange her. Bis der Reisende erwacht und seine Stimme erhebt, bin ich derjenige, der für ihn spricht. Du hast sicher viele Fragen, Hüter. Mit letzter Kraft erschuf der Reisende die Geister, um die zu finden, die sein Licht als Waffe führen können. Hüter, die uns beschützen und tun, wozu der Reisende selbst nicht mehr imstande ist. Was ist geschehen? Ich könnte dir von der großen Schlacht vor Jahrhunderten erzählen. Davon, wie der Reisende verletzt wurde. Oder von der Macht der Dunkelheit, seinem uralten Feind. Früher kursierten in der Stadt viele Geschichten, die den Kindern Angst einjagen sollten. In letzter Zeit hört man keine mehr. Jetzt haben die Kinder ohnehin Angst. Die Dunkelheit kehrt zurück. Dieses Mal werden wir nicht überleben. Ihre Armeen umzingeln uns. Die Gefallenen sind nur der Anfang. Was kann ich tun? Schlage die Dunkelheit zurück. Die Hüter kämpfen auf und jenseits der Erde. Schließe dich ihnen an. Dein Geist wird dich führen. Ich hoffe, seine Entscheidung war weise. Sicher. Klar doch. Wir gehen es gemeinsam an. Früher habe ich des Nachts oft hier hochgeblickt und mich gefragt, was die Schar wohl so macht. Aber ich habe immer nur verschwommene Signale empfangen, als wären sie blockiert oder vergraben. Nichts mehr übrig. Nicht einmal das Licht. Wo ist sein Geist? Besser auf Abstand. Du bist interessant. Vielleicht nicht übermäßig, aber vielversprechend.
Wer spricht da? Ich weiß nicht. Das Signal bricht ab. Hüter, ich weiß, was du vorhast. Das ist mutig. Aber du hast hier draußen viele Feinde. Wo draußen? Geh hinunter und stell dich der Schar. Wenn du überlebst, finde mich. Signal abgebrochen. Ich habe nur Teilkoordinaten. Venus, nördliche Hemisphäre, Ishtar-Gebiet. Toll. Und was jetzt? Wir gehen runter. Diese Kolonie wurde vom Ishtar-Kollektiv errichtet. Die Ruinen, die es erforscht hat, waren älter als die Menschheit selbst. Wir dachten, dieses Wissen wäre mit dem Untergang verloren gegangen. Gut gekämpft. Du bist hier. Wir haben nicht viel Zeit. Wer bist du? Warum beobachtest du uns? Ich habe keine Zeit zu erklären, warum ich nichts erklären kann. Jawohl, jawohl. Ich weiß. Jawohl, was? Du warst nicht gemeint, kleines Licht. Eigentlich bin ich ein Geist. Viele Hüter sind gefallen. Starke Hüter. Doch du hast es hierher geschafft. Ja, ich höre. Sie sind hier. Bei mir. Mit wem spricht sie da? Verstanden. Du brauchst meine Hilfe, Hüter. Hast du uns deswegen hergeführt? Sie führten uns her. Die Vex. So böse, dass sie selbst das Böse hassen. Du bist kein Hüter. Nein. Ich wurde nicht im Licht geschmiedet. Aber wo unsere Wege sich kreuzen, da könnte es krachen. Sagt dir der Schwarze Garten was? Wir kennen die Legenden. Unsere größte Bedrohung liegt da, wo diese Maschinen geboren werden. Finde den Schwarzen Garten und reiße sein Herz heraus. Nur dann kann der Reisende genesen. Kannst du uns dabei helfen? Mein Weg ist ein anderer. Nein. Wenn wir den Schwarzen Garten finden wollen, brauchen wir die Erwachten. Ah ja, die Erwachten. Weit draußen zwischen Licht und Dunkel. Man sollte sich für eine Seite entscheiden, kleines Licht. Selbst wenn es die falsche ist. Zu spät, ich komme. Wie viele? Position halten, Triebwerk aus und lasst euch nicht finden. Also, wie finden wir die Erwachten? Sie leben draußen am Rande der Dunkelheit. Der letzte Ort, den das Licht erreicht. Können wir nicht hier bei den Killerrobotern bleiben? Nein. Kleines Licht. Bitte lass das. Wo kommt das alles her? Während des Untergangs flohen alle, die konnten, von der Erde. Bis hierher haben sie es geschafft. Und das war's dann wohl. Der reine Friedhof. Wie haben die Erwachten überlebt? Das weiß niemand. Eindringlinge bei Peilung 127. Ihr seid in Erwachtengebiet eingedrungen. Nennt euer Anliegen.
Sonst wird das Feuer eröffnet. Sieh nicht mich an. Sag irgendwas. Wir kommen von der Erde. Wir suchen den Rat der Erwachten. Folgt meiner Flugbahn. Jede Abweichung wird als Angriff betrachtet. Das muss der richtige Ort sein. Warum sind die richtigen Orte immer so beängstigend? So, das sind also die Unbefugten, die eine Audienz wollen. Wir wollten nichts Unrechtes tun. Die Königin persönlich entscheidet, wer in ihr Gebiet darf und wer nicht. Ich? Ich finde ja, sie muss sich nicht um alles kümmern, was am Riff angeschwemmt wird. Aber da wären wir. Wir möchten um Hilfe bitten. Es fürchtet die Gefallenen. Es versteht nicht, dass diese hier zu mir gehören. Verzeihung. Eure Hoheit. Ich bin ein Hüter von der Erde. Wir suchen den Schwarzen Garten. Warum? Wir wollen die Dunkelheit in seinem Herzen besiegen. Ihr wollt ein Schlachtfeld aus dem Garten machen. Wie einfallslos. Wisst ihr, wo er ist? Jeder weiß, wo er ist. Die Frage ist, wie kommt man rein? Könnt ihr uns helfen? Und warum sollten wir das tun? Die Königin ersucht ihren Bruder um Rat. Das ist gut. Warum nicht? Wir machen euch einen Schlüssel. Toll, was? Bringt uns den Kopf eines Vextorlords. Ein Torlord? Warum wollt ihr einen Vex-Kopf? Oh, wir nicht. Und wir bekommen wohl auch keinen. Aber nur so kommt ihr in den Schwarzen Garten. Wir kommen wieder. Oder stirbt auf der Venus. Egal. Es lebt noch und hat noch seine Kugel. Rückzug ist keine Schande, Hüter. Abgesehen von der Feigheit und dem Versagen ist es eine sehr gute Taktik. Wieso Rückzug? Wurde kein Torlord erlegt, Bruder? Und ob er das wurde? Geist? Wir müssen den Schwarzen Garten finden. Sie wissen nicht mal, wo er ist. Wir sagen es ihnen. Such bei dem Torlord nach dem, was ihnen Eintritt gewährt. Warum? Wenn ihr ihren sicheren Tod wollt, bringt sie doch einfach um.
Wer die Motive anderer zu kennen glaubt, zeigt oft nur seine eigenen. Mein Motiv ist Loyalität zu einem Volk. Einer Königin und Schwester. Dann bitte. Nimm, was erforderlich ist. Wie schade. Ich fürchte, die Reise war umsonst. Vielleicht. Aber ich halte sie für geschickt. Wir helfen. Aus Sympathie für ihren Reisenden. Mars. 84 Nord, 32 Ost. Meridianbucht. Ich habe Wohlwollen bewiesen, Hüter. Falls die Erwachten je einen Verbündeten brauchen sollten, erwarte ich Unterstützung. Du stehst tief in unserer Schuld, Hüter. Schon verstanden. Eure Hoheit? Viel Glück, vor allem im Sperrgebiet. Also, laut dieser Koordinaten ist das Tor zum Schwarzen Garten bei der verlorenen Stadt Freistadt. Sie ist seit dem Untergang im Sand begraben. Jetzt besetzen die Kabale den Mars. Und niemand kommt durch ihr Sperrgebiet. Und? Kannst du auch Götter töten? Ich habe wohl keine Wahl. Jahrhundertelang haben wir die nahende Dunkelheit gefürchtet. Wir versteckten uns unter einem gefallenen Gott. Das ist jetzt vorbei. Diese Hüter zeigen uns, was wir sind, was wir immer waren und wieder sein werden. Wir sind das, was vom Licht übrig ist, und nichts wird uns auslöschen. Ein Tag der Lobreden und Orden. Doch der wahre Kampf findet da draußen statt. Nimm das. Da draußen ist so vieles, Hüter. Ich habe schreckliche Dinge aus der Dunkelheit gesehen. Und sie kommen immer näher. Jedes Ende ist ein Anfang. Unser Kampf ist lange nicht vorbei.
6 von uns begaben sich hinunter in den Abgrund. Nur einer kroch wieder hinaus. Ich bin Aerith. Die Letzte. Ich habe das gesehen, was die Schar einen Gott nennt. Kota, Sohn von Oryx. Er hat mir alles genommen. Und nun richtet er seinen Blick auf die Erde. Nur eine wahre Waffe des Lichts kann sich seinem Zorn entgegenstellen. Jetzt musst du dich der Dunkelheit stellen, die in der Tiefe lauert. Als die Gefallenen kamen, um uns zu zerstören, habe ich das Riff beschützt. Am Ende verneigten sich alle vor mir. Wir erwiesen ihnen Gnade und gaben ihnen ein Heim bei den Erwachten. Sie dankten uns diese Gnade mit Verrat. Nun werden sie meinen Zorn spüren. Öffnet das Riff für die Hüter. Bietet ihnen unsere Schätze als Kopfgeld für diese Verräter. Die Jagd ist eröffnet. Einst blickte ich auf zu den Sternen. Ich war ein Hüter. Ich stellte mich der Dunkelheit entgegen. Und sah Hoffnung und eine Zukunft voller Licht. 6 von euch stiegen hinab in die Grube. Du wolltest Rache für die, die ich verlor. Du tötetest einen Gott. Kota. Mit seinem letzten Atemzug rief er hinaus in die Nacht. Und nun hat die Nacht geantwortet. Oryx, Krotas Vater. Er riecht das Blut seines Sohnes. An deinen Händen. Wird nicht aufgeben. Er ist wegen dir hier. Und du musst dich ihm stellen. Dem König der Besessenen.
Meine Existenz begann, als der Reisende starb. Als alles um uns herum unterging. Vor diesem Tag gab es keine Geister. Und es gab keine Hüter. Ich weiß nicht viel über den Reisenden. Aber er erschuf mich, um dich zurückzubringen. Und ich habe eine lange, lange Zeit damit verbracht, nach dir zu suchen. Das Kosmodrom? Nicht der erste Ort, an dem ich suchte. Als ich sah, wie die anderen Geister ihre Hüter fanden und die Jahrhunderte vergingen, zweifelte ich, ob ich dich jemals finden würde. Und dann fand ich dich. Ich erinnere mich an alles vom Tag meiner Geburt. Ich trage noch immer die Narben. Die Erwachten sind nun meine Familie. Und ich ihre Königin. Wir kämpften, um unsere schöne Kreation zu schützen. Und nun kommt dieses Biest und nennt sich König? Marasov verbeugt sich vor niemandem. Wir wissen beide, wie es enden wird. Schon seit du entkommen bist aus dieser Grube. Die Erwachten haben ihren Teil der Geschichte geleistet. Es war alles Teil des Plans. Führe sie, verborgene Freundin. Es hängt alles von dir ab. Hüter, hier spricht Commander Zavala. Von der Kabalbasis auf Phobos wird ein Signal auf allen Kanälen gesendet. Die Tatsache, dass sie die Übertragungsstille unterbrechen, könnte ein Vorzeichen eines ausgewachsenen Angriffs sein.
Wir machen uns zur Landung auf Phobos bereit. Ich werde deine Übertragungen überwachen, Geist. Viel Glück euch beiden. Zavala, wir haben es in unser Schiff geschafft. Wir sind auf dem Heimflug. Laut meinen Kontakten bei Saturn hat die Waffe nur einmal gefeuert. Die Königin attackiert nicht eine überlegene Macht. Wie hätte sie es wissen können? Oder irgendjemand? Wir brauchen einen Warlock im Inneren des Grabschiffs. Das schon wieder. Unsere Priorität muss der Schutz der Stadt sein. Unser Hüter hat einen guten Blick auf Phobos. Was auch immer Kabal gegen Kabal aufhetzte, ihre Basis fiel in Minuten. Wie lange halten wir durch? Bis wir verstehen, womit wir es zu tun haben. Sie sind besessen. Eris, schaff deinen Stein von meiner Karte. Sie hat nicht gesprochen, seit Crota fiel. Sie spricht jetzt, denn Oryx ist eingetroffen, um den letzten Pakt mit seinem Sohn zu erfüllen. Aber warum der Kampf gegen die Kabale? Kein Kampf. Besitz. Kontrolle ihres Willens. Wir greifen seine Armee an. Töten die Besessenen, bis nur er übrig ist. Was du tötest, wird Oryx ersetzen. Das Grabschiff also. Wie kommen wir an der Waffe vorbei? Ohne wie die Erwachten zu enden. Ich muss los. Ja, nach dem Schiff gucken. Kate, unsere Diskussion ist noch nicht zu Ende. Ja, ich weiß. Deswegen gehe ich hier. Wartung steht aus. Erbitte visuelle Bestätigung. Ja, das ist der letzte. Backbord. Bestätigt. Interessante Technik, Kate. Ist das nicht Eris Morns Schiff? Tatsächlich. Du bist eine echte Künstlerin. Man kann nicht mal die Verbindung sehen. Niedlich. Aber Zavala muss alle Abflüge genehmigen. Ich muss angeben, warum ich es ziehen lasse. Sternenschau? Okay. Wie wär's mit unbefugter Einsatz mit modifizierter Tarntech, um das Grabschiff über Saturns Ringen zu infiltrieren, um seine Waffen auszuschalten, eine Teleportzone aufzusetzen und die Kavallerie zu schicken? Wie wär's mit Testflug? Es wartet auf dich, wenn du soweit bist. Ich flieg das Ding nicht.
Nur ein Schuss vom Grabschiff war nötig. Wenn du durch bist, wird das nie mehr feuern. Platzier die Teleportlinks so, dass andere Hüter landen können. Nicht jeder hat Tarntech und ein Schiff, das nach Schar riecht. Viel Glück, Hüter. Tarnantrieb eingeschaltet. Entdecke gerade Fluktuationen in der Stromversorgung. Entspann dich. Hab das nämlich selbst gebastelt. Wahrscheinlich nur Saturns Strahlungsstürme, die stören. Er fällt aus. Hast du mal einen Tarnantrieb geschrottet? Ob sie uns sehen können? Ich glaube, sie sehen uns! Was ist los? Alles in Ordnung? Warum sollten wir nicht okay sein? Sitzen ja hier nur ohne Schiff und Teleportzone fest. Gut. Habt ihr gesagt, mein Tarnantrieb klappt? Alles begann mit Crota. Doch Crota war nur ein Diener seines Vaters, gesandt, um auch das letzte Licht zu ersticken. Die große Schlacht um die Seele unserer Welt endete in einem Blutbad. Der Sohn war tot. Wir zogen den Zorn von Oryx auf uns, des Zerstörers des Lichts, Besetzer des Willens. Nur die Aszendentenschar bewegt sich zwischen Rissen. Willst du Oryx, musst du in den Fußspuren des toten Sohns wandeln. Du musst ein Aszendent werden. Meine Königin, ihr hattet recht. Der Hüter war der Schlüssel. Zum ersten Mal hat das Flüstern aufgehört. Es ist getan. Ich akzeptiere mein Schicksal. Ich werde nicht versagen. Nur eiserne Lords. Unsterblich, unerschrocken kämpften wir, um die Überlebenden einer einst großen Zeit zu beschützen. Es ging um mehr, als aus den Schatten zurückzukriechen. Die Eisernen Lords sollten der Menschheit ihre Zukunft zurückgeben.
Manche kennen die Legende. Doch niemand weiß wirklich, wie die Eisernen Lords ihr sicheres Ende fanden. Das musste man mit eigenen Augen sehen. Als Zeugnis. Als Erinnerung. Dass sogar Helden sterben können. Und überleben nicht siegen bedeutet. Nun bin ich der einzige Wächter. Meine Wache währt ewig. Und ich warte auf den Tag, wenn das, was wir gestört haben, erwacht. Die Eisernen Lords sind nicht mehr. Doch unser Kampf ist noch nicht vorbei. Wir dachten, wir wären unzerstörbar. Wir, die Eisernen Lords. Wir schworen, alles zu tun, um die letzte Stadt zu beschützen. Manche von uns zahlten den höchsten Preis. Ich bin der Letzte. Hilf mir, Hüter. Es ist an der Zeit, meine Brüder und Schwestern zu rächen. Erweise dich würdig, und die Eisernen Lords werden sich wieder erheben. Das Haus der Teufel ist zurück. Sie durchsuchen Forschungslabore des goldenen Zeitalters im ganzen System. Das ist kein Zufall. Sie haben eine Mission. Zuerst war die Vorhut nicht sonderlich besorgt. Jedenfalls nicht, bis die Teufel sich entschieden, wieder ins Kosmodrom zurückzukehren. Die Teufel verfrachten Ressourcen in ein Gebiet in der Nähe, das schon seit Jahrhunderten stillliegt. Eigentlich würde ich sagen, ein Tag wie jeder andere. Außer, dass alle darüber reden, dass Lord Saladin seinen Posten beim Eisenbahner verlassen hat, um sich persönlich um die Situation zu kümmern. Doch statt uns direkt ins Kosmodrom zu schicken, will Saladin, dass wir ein verlassenes Observatorium in den Bergen untersuchen. Seltsam. Eine Gefallenengruppe hat den Fellwintergipfel erobert. Wir sind unterwegs, doch wir werden es nicht rechtzeitig schaffen. Du musst das Observatorium am Gipfel sichern. Es ist unabdingbar, dass die Gefallenen auf diesem Berg nicht Fuß fassen. All der Aufwand nur, um in einen alten Tempel einzubrechen? Auch alte Wölfe beißen noch. Shiro, wie ist dein Status? Ich umkreise den Bereich. Soweit alles okay. Bin gleich da. Gut gemacht, Hüter. Der Tempel ist gesichert. Nun können wir... Shiro, erfasse ihn! Ich empfange gerade... Warte! Mehrfache Treffer nahe des Walls in Sektor 17. Sie attackieren das Sensorenraster. Sie wissen, wo Siva ist. Hüter, geh sofort ins Kosmodrom. Falls Sepix entkommt, haben wir mehr als nur ein Gefallenenproblem. Für dich ergibt es vielleicht keinen Sinn. Doch dank dir weiß ich wieder, dass Unsterblichkeit nicht gleich Unbesiegbarkeit ist. Ich verstehe nicht. Als die Geister uns fanden, wurden die Auserwählten zwar mit Macht ausgestattet, doch nicht mit Weisheit. Die Eisernen Lords suchten gemeinsam nach einer Lösung für die Probleme der Menschheit. Stattdessen
fanden wir Siva. Wir träumten davon, Siva für den Bau von Schiffen, Kolonien zu benutzen. Wir würden werden, was der Reisende glaubte, dass wir sein können. Doch etwas lief schief. Siva war in der Zeit verloren. Als Timur es im Kosmodrom entdeckte, dachten wir, unsere Suche habe endlich ein Ende. Siva würde uns gehören. Rasputin antwortete. Hunderte von eisernen Lords betraten die verseuchten Lande. Nur 9 erreichten die Replikationskammer. Da der Reisende uns auserwählt hatte und wir für eine gerechte Sache kämpften, waren wir überzeugt, siegreich zu sein. Bis Siva die Kontrolle übernahm. Es infizierte unsere Waffen, unsere Rüstung. Die Korruption brachte uns gegeneinander auf. Zuletzt versiegelte Yolda die Kammer mit den eisernen Lords darin, statt Siva entkommen zu lassen. Eine Schlacht war gewonnen. Helden starben. Und unsere Fehler blieben hier. Doch Rasputin überlebte. Das ist nicht Rasputin. Doch ist es auch nicht etwas, das ich zu bekämpfen weiß. Sie benutzen Siva auf Arten, die wir uns nicht mal vorstellen konnten. Wie sollten die Gefallenen mehr über Siva erfahren haben als die Eisernen Lords? Oder noch besser, wo haben sie es erfahren? Sie beherrschen Siva noch nicht. Das ist alles neu für sie. Geh zu Tyra. Sie hat Sivas Ursprünge studiert. Sie kennt die Entdeckungen der Gefallenen und kann dir sagen, wo sie sind. Der Siva-Replikator wurde zerstört. Das hier haben wir in der Nähe gefunden. Danke. Sie würde sich geehrt fühlen. Meine Brüder und Schwestern, ich werde euch wiedersehen. Eines Tages. Du hast sie mir zurückgegeben. Tritt näher. Es gab eine Zeit, in der nur eiserne Lords diese Schwerter führten. In unserer Waffenkammer gibt es viele davon. Doch dieses ist neu. Es gehört dir, Wölfling. Mit dir beginnt eine neue Generation. Nimm deinen Platz als eiserner Lord ein.